Ja, ein herzliches Willkommen an alle Teilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Bender und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat zum heutigen Webinar Traden auf Wolke 7 mit Martin Görsch. Bevor wir jedoch mit dem Traden beginnen oder vielmehr mit dem Webinar beginnen, noch die obligatorischen Risikohinweise. Das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie treffen Ihre eigenen Handelsentscheidungen und verstehen das Webinar nicht als Handelsempfehlung. Die Meinung des Referenten muss nicht mit der von FX Flat übereinstimmen. Ansonsten, Martin, denke ich, du bist online? Ja, selbstverständlich. Hervorragend. Dann würde ich jetzt übergeben und wünsche allen Teilnehmern viel Spaß. Alles klar, dann greife ich mir Martin, mal schnell den Bildschirm. Martin, die Fragen kannst du sehen, ne? Ja, die Fragen kann ich sehen. Ich vergrößere das mir hier gerade noch. So. Sehr gut. Falls dir was durchgeht, ich habe da auch ein Auge drauf. Insofern viel Spaß. Ja, kein Problem. Kriege ich hin. Gut. Sehr gut. Mein Bildschirm ist zu sehen, ja, ne? Ja, ist alles da. Ichimoku Kinkoyu. Okay, perfekt. Okay. Ja, super, dann legen wir doch los. Dann einen schönen guten Abend allerseits von mir hier aus dem Homeoffice quasi. Ich sehe schon, sind wahrscheinlich einige zu Hause heute. Wir haben ziemlich viele Teilnehmer hier drin. Freut mich natürlich sehr. Ja, bevor wir anfangen, der Wolfgang hat es ja gerade schon kurz gezeigt, den Risikohinweis und auch den Haftungsausschluss. Von daher spare ich mir das heute. Allerdings ist es noch wichtig, dass wir hier einmal kurz darauf hinweisen, ja, ich trade selber und von daher, wenn wir uns nachher ein paar Charts noch angucken sollten, dann und hier Analysen machen, dann ist es durchaus möglich, dass ich in der einen oder anderen Position auch Trades halte oder plane, Trades aufzubauen. Und von daher bitte ich das zu berücksichtigen, dass ich da vielleicht einen Interessenskonflikt habe und bei meinen Analysen vielleicht auch nicht immer ganz objektiv bin, weil ich schon irgendwo im Markt drin bin. Alles klar, dann würde ich sagen, legen wir los. Vielleicht kurz noch ein paar Worte zu mir. Ich habe meine Webcam heute nicht an, deswegen müsst ihr euch hier mit dem Bild zufrieden geben. Für dem einen oder anderen vielleicht auch lieber. Okay, vorweg, wenn Fragen sind, die bitte direkt in den Chat stellen. Ich habe da ein Auge drauf und werde das dann auch, soweit es mir möglich ist, alles direkt beantworten. Ich gebe noch kurz einen Link in den Chat. Und zwar ist das ein Link zur Kontoeröffnung bei FX Flat mit meinem Add-on in Kombination. Das, was wir uns heute hier anschauen, Ichimoku Kinkohio, da geht es ja heute drum. Das ist ein Bestandteil meines Top Trader Signals Add-on. Da sind ja auch schon ein paar Videos zu im Internet. Die sind doch bei mir auf der Seite zu finden. Das ist also ein Add-on, in dem diverse Handelsstrategien für Aktien vorprogrammiert sind, bei denen man sich die Handelssignale automatisch anzeigen lassen kann. Und einer der Arbeitsplätze, der da drin ist, ist eben dieser Ichimoku-Arbeitsplatz. Den werden wir uns nachher noch mal ein bisschen genauer anschauen. Also für alle, die das interessiert, die vielleicht noch kein FX-Flat-Konto haben, könnt ihr das gerne hier kombinieren. Wenn ihr da ein Konto eröffnet, dann bekommt ihr 2 Monate kostenlos dieses Add-on obendrauf. Okay, paar Worte zu mir. 42 Jahre, ja, etwas veraltet die Folie. Ich bin inzwischen 43, aber der Rest passt noch. Komme aus dem Bereich VWL und Sinologie. Heute nennt sich das Ganze China-Studien. Habe auch 2 Jahre in China gelebt und habe in der Zeit da auch studiert und die Sprache gelernt. Und ansonsten bin ich professioneller Trader seit 2005. Das heißt, ich verdiene jetzt seit 15 Jahren ungefähr meinen Lebensunterhalt mit dem, was ich am Markt so fabriziere. Das funktioniert überwiegend ganz gut. Von daher bin ich auch noch am Markt. Habe mich in der gesamten Zeit spezialisiert auf den Handel von Index- und Rohstofffutures sowie Aktien und Derivate. Aktien natürlich sowohl im Swing Trading als auch im langfristigen Investieren.
Da werden wir heute auf beide Sachen einen Blick werfen, weil man eben diese Ichimoku-Charts auch sehr, sehr gut nutzen kann, um zu überprüfen, ob man in bestimmten Positionen auch mal längerfristig drin bleiben will. Das werden wir uns eventuell heute auf jeden Fall beim nächsten Termin anschauen. Das ist ja hier ein zweiteiliges Webinar und heute werden wir so ein bisschen die Einführung machen, dass ihr alle mal wisst, wie man mit diesen Ichimoku-Charts arbeitet, was es da überhaupt für Signale gibt, mit denen man traden kann, sowohl kurzfristig als auch langfristig. Und beim nächsten Mal werden wir uns sehr intensiv dann auch mit den Charts beschäftigen dazu. Und dann werdet ihr auch sehen, wie die ganzen Signale zustande kommen. Ich sehe gerade, der Josef hat keinen Ton. Ich denke, das wird ein vereinzeltes Phänomen sein. Vielleicht einfach da nochmal die Lautsprecher kontrollieren. Wolfgang, vielleicht kannst du das kurz dem Josef schreiben. Ja, genau, bei den anderen ist alles in Ordnung. Ah, hat sich erledigt. Okay, super. Prima, dann machen wir hier direkt weiter. Ja, was mache ich noch? Seit 2011 bin ich auch im Bereich Coaching unterwegs. Das heißt, ich gebe so ein paar Einzelcoachings, gebe auch einmal im Jahr vielleicht ein Seminar. Dieses Jahr noch gar keins. Es ist aber eins in Planung. Das wird irgendwann in der zweiten Jahreshälfte stattfinden. Und ja, ansonsten mit meinem Unternehmen Coach and Writer bin ich auch so für so ein paar Börsendienste inzwischen unterwegs. Schreibe also auch ein paar Börsendienste. Und der Hauptbereich, den ich mache, ist eben nach wie vor Trading, unter anderem halt auch als Head of Trading für eine Schweizer Vermögensverwaltung, wo ich verantwortlich bin für Managed Accounts im Future-Bereich. Okay. Viel mehr will ich zu mir auch gar nicht sagen, das vielleicht nur so als kurze Einführung, warum ich überhaupt das Recht habe, hier zu sprechen. Gut, also was schauen wir uns heute an? Als erstes werden wir uns so ein bisschen damit beschäftigen, um was es hier überhaupt heute geht. Was ist Ichimoku? Dann werden wir uns anschauen, wie man mit Hilfe von Ichimoku-Charts Trends bestimmen kann. Und ganz am Ende schauen wir uns die einzelnen Trading-Setups an, die sich eben mit Hilfe dieses ja auf den ersten Blick recht komplexen Tools, auf den zweiten Blick, wenn man verstanden hat, was da dargestellt wird, aber doch recht übersichtlichen und sehr, sehr simplen Tool, ja, welche Trading-Signale oder welche Trading-Setups sich damit finden und nachher dann auch umsetzen lassen. Also fangen wir an mit dem ersten Part. Ja, darum geht es hier heute. Ichimoku, Kinko, Hyo. Was heißt das? Ja, Ichimoku ist japanisch, heißt so viel wie alles auf einen Blick. Kinko ist das Gleichgewicht und Hyo ist der Chart. Und das ist im Prinzip das, was der Erfinder dieser, ja, wie soll man es nennen? Im Prinzip ist es ein Indikator. Ja, es wird häufig als Chart-Darstellungsform bezeichnet. Aber eigentlich ist es ein Indikator oder vielmehr eine Kombination mehrerer Indikatoren. Und die Idee dahinter ist, zu versuchen, so übersichtlich wie möglich, so viel Informationen wie möglich auf einen Blick darzustellen. Ja, was kann man mit diesem Ichimoku-Indikator alles machen? Naja, wir können, haben wir ja eben schon kurz gesehen, wir können Trends erkennen und haben für diese Trends auch gleich die nächsten Unterstützungen und auch die nächsten Widerstandslevel im Chart drin. Was ein etwas anderes Konzept ist als das, was wir klassischerweise verwenden, wenn wir mit Unterstützungen und Widerständen arbeiten, weil wir hier nicht mit fixen Leveln arbeiten, sondern das Ganze ist so ein bisschen floating, ja, frei bewegend. Diese Level, die passen sich der Bewegung an, die passen sich der Volatilität und der Dynamik an. Wir werden das nachher sehen, wenn wir uns die entsprechenden Bilder dazu anschauen. Aber wir haben jetzt hier keine starren Unterstützungslevel, die sich einfach nur an der Price Action orientieren, sondern wir haben etwas komplexere Unterstützungs- und Widerstandsbereiche, die sich eben im Laufe der Zeit auch verändern. Wir können mit diesem Ichimoku-Indikator sehr simpel Handelssignale generieren. Ja, da gibt es so ein paar Grundregeln, wie Signale da entstehen. Die schauen wir uns heute alle an. Und wir haben eben die Möglichkeit, gleich über diese Komplettdarstellung von dem Indikator zu bewerten, ob ein Handelssignal stark ist, ob das sehr schwach ist oder ob es eben so mittelstark ist. Ja, und das lässt sich dann super berücksichtigen. Einmal für die Trade-Frequenz. Das heißt, wenn wir in einer Phase sind, die sehr schwierig zu traden ist, dann konzentrieren wir uns auf starke Signale.
wenn wir in einer Phase sind, die sehr trendstabil ist und dementsprechend auch ein bisschen einfacher zu traden, dann kann man eben auch Signale mittlerer Qualität traden und dann kann man diese Qualität der Handelssignale auch am Ende dafür verwenden, vielleicht eine Positionsgröße zu managen oder eine Positionsgröße zu bestimmen. Das heißt, starke Handelssignale stärker gewichten, auch von der Positionsgröße her, als eben Handelssignale, die nur im mittleren oder vielleicht sogar im schwachen Bereich stattfinden. Ja. So sieht das Ganze dann aus. Das ist jetzt kein super aktueller Chart vom DAX, aber das ist am Ende auch egal. Es geht nur einfach mal darum zu zeigen, was für Elemente jetzt in diesem Indikator enthalten sind. Ich weiß, auf den ersten Blick sieht es sehr verwirrend aus und alles so ein bisschen durcheinander, aber wir werden das jetzt schön Stück für Stück alles sortieren und am Ende werdet ihr genau wissen, was jetzt in diesem Bild dargestellt ist. Ja, und dafür gibt es eben fünf verschiedene Indikatoren, die hier verwendet werden. Das erste ist die sogenannte Chico-Span. Die ist bei mir immer blau. Das heißt, auch wenn ihr das Add-on nachher verwendet, dann bekommt ihr die Farben dieser Ichimoku-Charts genauso dargestellt, wie sie jetzt hier auch im Webinar sind. Da muss man ein bisschen aufpassen. Auch wenn man verschiedene Plattformen nutzt, in verschiedenen Plattformen werden diese Dinge unterschiedlich dargestellt. Das heißt, man muss immer erstmal einmal schauen, was ist denn welche Linie, wie ist die Farbgebung, um dann auch richtig zu beurteilen, was man da für Signale bekommt. Der Manfred fragt, ob das Webinar aufgezeichnet wird. Ja, das wird aufgezeichnet und das findet ihr dann nachher auch auf der Videoseite von FX Flat. Wobei ich nicht sagen kann, wann das erscheint auf der Homepage. Ja, weil Ja, ich wir. glaube, das ist ja im Moment auch alles so ein bisschen schwierig. Ihr seid ja auch alle im Homeoffice. Aber Genau. aufgezeichnet wird es auf jeden Fall, das sehe ich. Und Das ist das wird dann richtig. auch demnächst irgendwo zur Verfügung sein, denke ich. Auf jeden Fall. Alles klar. Okay, Chico-Span, das ist die verzögerte Linie. Und die verzögerte Linie heißt, diese Linie gibt uns einen Schlusskurs an von dieser Periode, die wir betrachten. Ja, wenn wir uns den Tageschart anschauen, dann ist es also ein Tagesschlusskurs. Und dieser Tagesschlusskurs, der wird um 26 Zeitperioden in die Vergangenheit produziert, quasi. Ja. Also das, was wir hier bekommen, ist ein klassischer Linienchart, ein Schlusskurs-Linienchart, der um 26 Perioden nach hinten, also nach links verschoben wird. Sieht auf dem Chart dann genau so aus. Ja. Und wenn ihr euch das jetzt hier anschaut, guck mal kurz mein Zeichentool hier rein. So, wenn ihr euch das Ganze hier anschaut, dann seht ihr, der Schlusskurs, ja, von dieser Kerze, der ist dann einfach hier abgetragen. Ne? Der Schlusskurs von dieser Kerze, der ist hier abgetragen. Na, und so wird also im Prinzip jeder einzelne Schlusskurs hier um 26 Perioden nach hinten verschoben. Und dann haben wir den identischen Kursverlauf, den wir hier in unserem Kerzenchart sehen, den haben wir hier nochmal als Linienchart, aber eben 26 Perioden nach hinten verschoben. Ja, 26 Perioden, wo kommt das her? Naja, Ichimoku ist ein Indikator, der früher überwiegend im langfristigen Zeitfenster verwendet worden ist. Das kommt also aus dem Wochenchart. Und 26 Wochen ist halt genau ein halbes Jahr. Na, und damit ist so ein Jahr genau hälftig unterteilt, ein Handelsjahr. Und deswegen wird das Ganze 26 Perioden zurückverschoben. Es gibt inzwischen eine etwas modernere Variante, wo das Ganze dann um andere Zeitspannen versetzt ist. Aber wir beschäftigen uns hier heute mit der ganz klassischen Variante, so wie man sie fast überall findet in den verschiedenen Handelsplattformen, wenn man einen Ichimoku-Chart aufmacht. Also das hier ist die Chico-Span, ja, die verzögerte Linie, die den Schlusskurs um 26 Perioden nach links verschiebt. So. Der zweite ist die sogenannte Kijun-Sen-Linie. Die ist bei mir in Violett dargestellt. Kijun-Sen ist ja quasi die Standardlinie. Also auf Deutsch nennt sich das Ganze die Standardlinie. Auch hier finden wir die 26 Zeitperioden wieder, denn das, was die Kijun-Sen-Linie darstellt, ist der Mittelwert
des höchsten und tiefsten Kurses innerhalb der letzten 26 Zeitperioden. Ja. Es ist also kein klassischer gleitender Durchschnitt, ist nicht so, wie wir das häufig verwenden hier in westlichen Gefilden, uns einfach dann ein 26er EMA oder ein 26er SMA einzuzeichnen, sondern es wird tatsächlich der Mittelwert vom höchsten und tiefsten Kurs innerhalb der letzten 26 Kerzen genommen. Dadurch kommt das auch, dass wir hier lange Phasen haben, in denen sich dieser Indikator nicht groß bewegt, ja, sondern einfach flach hier läuft. Das heißt, dass in dieser ganzen Zeit, wo wir diesen flachen Verlauf haben, der Kurs hier kein neues 26 Tage hoch oder 26 Tage tief gemacht hat, ja, sondern wir nehmen eben die ganze Zeit den Mittelwert zwischen dem höchsten und dem tiefsten Kurs der letzten 26 Tage. Na, wenn wir das jetzt von hier einfach mal abzählen und schauen uns das Ganze von hier aus an, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. So. Und das, was wir jetzt also sehen, diese violette Linie, ist genau, jetzt habe ich es zu hoch eingezeichnet, ist genau die Mittellinie, machen wir nochmal, von diesem Hoch zu diesem Tief. Ja, also das hier ist das Tief, das hier ist das Hoch, das ist genau die Mitte. Und solange wir eben jetzt kein höheres Hoch machen, hier kommt das erste höhere Hoch und da macht auch diese Linie einen kleinen Schritt, einen kleinen Sprung nach oben. Also das, was wir hier sehen an dieser Stelle, ist der Mittelwert zwischen dem Hoch und dem Tief der letzten 26 Tage. Das stellt eben diese violette Linie dar. Ja, das ist ein etwas anderes Konzept, wie gesagt, als unsere klassischen gleitenden Durchschnitte, aber das ist das typische Konzept, was im Ichimoku-Chart verwendet wird. Einfach in verschiedenen Zeitperioden. Ja, und hier haben wir jetzt halt diese 26 Perioden. Das nächste ist die Tenkan-Sen. Die Tenkan-Sen ist die drehende Linie, heißt sie. Drehende Linie deshalb, weil sie eben schneller reagiert als diese violette. Und das liegt daran, dass es im Prinzip wie ein kürzerer gleitender Durchschnitt ist. Wir schauen uns also hier das Hoch und das Tief der letzten 9 Perioden an. Nicht mehr der letzten 26, sondern der letzten 9. Und tragen davon eben auch wieder den Mittelwert ab. Ja, also schauen wir uns das Ganze noch mal kurz an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt, das tiefste Tief liegt hier. Na, ich mache es mal mit einem Rechteck. Das tiefste Tief liegt hier, das höchste Hoch liegt hier. Ja, und der Punkt oder der Bereich, den wir jetzt hier angezeigt kriegen, das ist eben genau die Mitte von dem Hoch und Tief der letzten 9 Tage. Ja, auch hier gibt es dann Phasen, wo sich das Ganze mal nicht weiter bewegt. Ja, aber das ist eben auch immer nur dann, wenn wir kein höheres Hoch oder kein tieferes Tief als das Hoch und Tief der letzten 9 Tage sehen. Dann läuft eben auch diese Linie waagerecht, aber ansonsten bewegt die sich eben etwas schneller. Ja. Und deswegen nennt sich das Ganze die drehende Linie, weil die halt schneller auch die Richtung wechselt. Okay, jetzt haben wir also schon mal drei Grundlinien, die wir nachher im Chart wiederfinden. Jetzt haben wir aber gesagt, das Ganze besteht ja nicht aus drei Indikatoren, sondern das Ganze besteht aus fünf Indikatoren. Wir haben noch zwei weitere Linien, Senkospan A und Senkospan B. Und diese beiden bilden diese typische klassische Wolke im Ichimoku-Chart. Senkospan A ist die vorauseilende Linie 1. Das ist also der Mittelwert von Kijun-sen und Tenkan-sen und damit quasi der Mittelwert zweier Mittelwerte. Ja, also es wird wieder genauso geschaut, wo verläuft die grüne, also wo verläuft die violette Linie, wo verläuft die rote Linie und der Mittelwert zwischen dieser violetten und der roten, der wird abgetragen mit dieser Senkospan. Und das Ganze heißt deswegen vorauseilende Linie, weil dieser Wert um 26 Perioden in die Zukunft projiziert wird.
Wir haben uns gerade die blaue Linie angeschaut, die wird 26 Perioden nach links geschoben, also in die Vergangenheit. Und diese Senkungsbahn A und B, die werden 26 Perioden in die Zukunft projiziert. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Deswegen läuft dieser Chart auch immer hier ein Stück weit nach rechts weiter. Ja, weil das Ganze eben diese 26 Tage hier auf dem Tageschart nach rechts projiziert wird. Jetzt haben wir gerade gesagt, das ist also das, was wir hier angezeigt kriegen, ist der Mittelwert zwischen Kijun-sen und Tenkan-sen. Und das ist jetzt diese hier quasi in dick grün dargestellte Linie. Das ist die Senkospan A. Senkospan B ist dann wahrscheinlich, ja, wie sollte es anders sein, die untere. Das schauen wir uns jetzt an, was die anzeigt. Die zeigt den Mittelwert vom höchsten und tiefsten Kurs innerhalb der letzten 52 Zeitperioden an. Also den Mittelwert aus 52 Kerzen. Und auch das wird 26 Perioden in die Zukunft projiziert. Sieht genau so aus. Das ist also mit Abstand die langsamste Linie. Die hat viele Phasen, wo sie sich kaum bewegt, ja, oder wo sie sich überhaupt nicht weiter bewegt, sondern einfach waagerecht läuft. Und das hängt halt damit zusammen, dass die so lange dann waagerecht läuft, bis im Prinzip dieser Kurs ein neues 52 Tage hoch oder ein neues 52 Tage tief macht. Und erst dann verändert sich diese Linie wieder. Also bei den grünen Wolken ist es die untere Begrenzung, bei den roten Wolken ist es immer die obere Begrenzung. Ja, und damit haben wir jetzt im Prinzip schon mal die ganzen Bauteile, die zum Ichimoku-Chart gehören. Ja, die Wolke nennt sich Kumo und ist eben die Fläche zwischen diesen beiden Linien, Senkospan A und Senkospan B. Die Kumo ist das zentrale Element von diesem Ichimoku-Kinkō-Hyō. Das ist die Kumo. Ja. So. Okay. Im Prinzip ist es so, dass diese Wolke quasi der Filter ist für die Kauf- und Verkaufssignale. Oder man kann diese Wolke als Filter für Kauf- und Verkaufssignale verwenden. Zum einen kann man sich anschauen, welche Farbe die Wolke hat. Das heißt im Prinzip hier, wenn diese Wolke rot ist, wie hier vorne, dann war quasi das Sentiment vor 26 Perioden bärisch. Ja, das ist hier in dieser Abwärtsbewegung. Ja, das ist ein typischer Abwärtstrend. Da ist das Sentiment eher bärisch. Also ist die Wolke rot. Wenn die Wolke grün ist, dann ist das Sentiment vor 26 Perioden bullisch gewesen. Ja, das sehen wir hier. Schöne Aufwärtsbewegung. Und dann sind diese grünen Bereiche hier, sind diese Bereiche der Wolke, ideale Unterstützungsbereiche. Ja, dann sehen wir das häufiger, dass wenn der Kurs von oben kommt, in die grüne Wolke geht, dass er da erstmal hängen bleibt und nochmal eine Ecke zurückkommt. Wenn der wie hier, zeig's mal kurz, ja, wenn er wie hier von unten in die rote Wolke kommt, dann ist es auch häufig erstmal ein Widerstand und die Kurse driften dann wieder nach unten. Ja, also diese Wolken werden hier zum einen als Unterstützung und Widerstandsbereiche verwendet und zum anderen geben die uns eben Auskunft darüber, ob wir ja quasi ein starkes, ein mittleres oder ein schwaches Kauf- oder Verkaufssignal haben. Ja, nehmen wir an, wir würden jetzt hier in diesem Bereich ein Kaufsignal kriegen. Dann würden wir sehen, alles klar, wir sind noch unter der roten Wolke. Das ist also eher dann ein schwaches Kaufsignal. Wenn wir ein Kaufsignal kriegen würden, irgendwo hier, ja, in der Wolke, dann ist das ein mittleres, mittelstarkes Kaufsignal. Wenn wir ein Kaufsignal hier kriegen, über der Wolke, ja, der Kurs ist schon über die Wolke ausgebrochen, wir kriegen ein Kaufsignal, dann ist das eher ein starkes Kaufsignal. Ja, für Verkaufssignale gilt das Gleiche. Ein Verkaufssignal, was hier über der Wolke kommt, ist eher schwach. Ein Verkaufssignal, was hier in der Mitte der Wolke kommt, ist eher ja, neutral und interessant wird es dann, wenn wir eben wie hier deutlich unter die Wolke gerutscht sind, kriegen hier nochmal Verkaufssignale. Dann haben wir meistens die besten Setups dann auch in die Short-Richtung.
Ja, so sieht das Ganze dann aus, wenn wir uns das komplett anzeigen lassen. Noch einmal ganz kurz zur Wiederholung. Wir haben in Blau die Chikospan, in Violett die Kijun Sen, in Rot die Tenkan Sen und das grün unterlegte und rot unterlegte Feld, das ist die sogenannte Kumo, also die Wolke. Das ist im Prinzip alles, woraus ein Ichimoku-Chart besteht. Ja, und natürlich eben der Chart-Darstellung selber, also der Preisbewegung. Ne, das ist alles, was wir dafür brauchen. Und jetzt seht ihr schon, im ersten Moment super kompliziert. Im zweiten Moment ist es eigentlich nichts anderes als so ein ganz klassisches Konzept, was wir uns vielleicht häufiger schon angeguckt haben, wenn man jetzt mit gleitenden Durchschnitten arbeitet. Man achtet dann auf Preisbereiche, wo der schnellere gleitende Durchschnitt den langsameren schneidet, na, wo wir dann vielleicht Phasen haben, wo die auseinanderdriften, wie auch immer. Also im Prinzip kann man mit dieser roten und mit dieser violetten Linie schon mal genauso umgehen wie mit einem ganz klassischen gleitenden Durchschnittskonzept. Und den Rest, den gucken wir uns da jetzt auch gleich noch an. Nächster Bereich ist Trendbestimmung. Haben wir ja schon gesagt, ist relativ einfach. Befindet sich der Kurs über der Wolke, liegt ein Aufwärtstrend vor. Befindet sich der Kurs unter der Wolke, liegt ein Abwärtstrend vor. Daher kommt es auch, dass man diese Signale nach stark und schwach bewertet, je nachdem, ob es ein Kaufsignal über der Wolke ist, weil dann haben wir nach Ichimoku-Definition klassischerweise einen Aufwärtstrend. Wenn so ein Kaufsignal unter der Wolke kommt, dann ist es eher schwach, weil dann haben wir ein Kaufsignal in einem klassischen Abwärtstrend. Ja, und die wollen wir natürlich eher selten oder eher weniger traden. Idealerweise als Trendfolger handelt man natürlich Trendfolgen des Setups. Ich habe jetzt hier mal den aktuellen Kurs von heute auch tatsächlich. Das ist also der Kursverlauf, so wie er sich heute abspielt. Hier die Netflix, die ist heute so ein bisschen im Minus. Ist stark gestartet mit dem Gap, ist dann ein bisschen ins Minus gelaufen. Das ist also ein ganz aktueller Chart hier von der Netflix. Da habe ich mal versucht, das so ein bisschen darzustellen. Ja, so wie es klassischerweise aussieht, Abwärtstrend, ne, der Kurs bewegt sich unter der Wolke, läuft dann hier auch schön abwärts. Solange wir uns in der Wolke bewegen, sehen wir ganz, ganz häufig, wenn wir uns Ichimoku-Charts angucken, dass wir, wenn wir so einen größeren Bereich haben, der die Wolke definiert und der Kurs läuft in die Wolke rein, dass wir dann auch tatsächlich längere Zeit seitwärts laufen. Das ist dann also für Trading-Setups nicht so ideal geeignet. Und von da an, wo wir hier aus der Wolke rauskommen, sind wir eben typischerweise im Aufwärtstrend. Ne? Und das hat sich hier ja auch schön weiter fortgesetzt. Alles andere, was jetzt hier danach gekommen ist, ja, also ich sag mal, die aktuelle Marktphase, die ist nicht so ideal geeignet, um klassische, ja, Trading-Setups umzusetzen, sage ich mal. Ja. Wir haben eine extrem hohe Volatilität. Wir haben viele Gaps gehabt im Markt. Das war sehr, sehr schwer, da die einzelnen Bewegungen auch sauber zu erwischen. Und wir sehen es ja auch heute wieder. Na, die Vola ist hoch. Wenn der Markt dann dreht er kräftig. Na, heute haben wir schon über 10%, glaube ich, gemacht im DAX. Die US-Indizes ist auch fast 10% in der Korrektur. Das ist natürlich heftig. Na, und das sind dann häufig eben auch Kursbewegungen, die ausreichen, um einem trendfolgende Positionen auch wieder wegzunehmen. Von daher, alles, was wir hier vorher gesehen hatten, sage ich mal so bis Mitte Februar, das ist ein normaler Kursverlauf, das ist normale Volatilität. Da konnte man sehr, sehr schön mit verschiedenen Trading-Setups arbeiten. Jetzt, wo die Vola so extrem hoch ist, hat man eigentlich nur zwei Möglichkeiten als Händler. Entweder man verlässt sich so ein bisschen auf seine Intuition und kombiniert das Ganze mit klassischen Setups. Aber eben immer, ja, in der Art und Weise, dass man das Regelwerk vielleicht nicht so hundertprozentig befolgt, weil es gibt typischerweise kein Regelwerk, was auf solch hohe Volatilitäten ausgerichtet ist. Da gehört dann also auch ganz viel Erfahrung damit rein in diesen Zeitphasen, wie wir sie jetzt haben, oder in diesen Marktphasen. Oder man wartet halt einfach ab, bis sich die Märkte wieder ein bisschen beruhigen, bis die Trends ein bisschen klarer und einfacher auch wieder zu handeln werden und man steigt dann erst wieder ein in seine Position. Ich handhabe das Ganze so, dass ich ja verschiedene Märkte trade. Ich bin also nicht nur am Aktienmarkt unterwegs, ich mache auch viel im Währungsmarkt, der lässt sich sehr schön handeln im Moment
Und mein Hauptbereich liegt ja auch immer noch stark im Rohstoffbereich. Auch da haben wir ganz tolle Trading-Setups im Moment. Ist im Prinzip auch so, dass die Vola da ein bisschen angestiegen ist. Muss man also schauen, was für Produkte man handelt und mit welchen Kontogrößen man da unterwegs ist. Aber es gibt immer noch mal schöne Diversifizierungen zum Aktienmarkt. Also nur Aktien alleine ist für einen Trader halt einfach ein bisschen ungünstig, weil das in so Situationen wie jetzt dann sehr, sehr schwierig werden kann. Ja. Okay, aber das ist im Prinzip mal das ganz einfache Trendkonzept vom Ichimoku. Ganz simpel, bewegt sich der Kurs unter der Wolke, über der Wolke oder in der Wolke. Und dann können wir auch immer noch sehen, wenn wir abwärts gerichtet sind unter einer roten Wolke, dann ist das noch besser, als wenn wir abwärts gerichtet sind unter einer grünen Wolke. Dann passiert es nämlich häufig so wie hier, dass wir einmal kurz runtergehen und dann auch wieder durchlaufen. Und ein Aufwärtstrend über einer grünen Wolke ist auch schöner als ein Aufwärtstrend über einer roten Wolke. Ja. Okay. Trendstärke können wir auch so ein bisschen mit Hilfe der Ichimokus bestimmen. Ja, also nicht nur die Trendrichtung, sondern auch die Trendstärke. Und das Ganze kann man machen, zum einen über den Neigungswinkel der Kijun-Sen, also der violetten Linie. Und zum anderen, indem man sich anschaut, wie die rote und die violette Linie sich zueinander verhalten. Ja, und da ist es ganz typisch, je dichter die violette an der roten dran liegt, umso stärker ist der Trend. Ja, wenn wir uns das mal anschauen wollen hier auf der gleichen Darstellung, auch das ist hier die Netflix-Aktie, da sehen wir das sehr schön. Wenn wir hier Phasen haben, wie hier, wo diese beiden Linien über längere Zeit sehr eng zusammenliegen, ja, oder wie hier, dann sehen wir, dass das die typischen Phasen sind, wo wir hier wirklich die besten und dynamischsten Trends eigentlich im Markt haben. Und da sehen wir halt auch, dass die Neigung oder eben die Steigung dieser violetten Linie sehr, sehr steil ist. Ja, und immer wenn die Steigung extrem steil ist, dann haben wir einen sehr stabilen, sehr starken Trend. Ne? Hier haben wir diese Steigung halt in die andere Richtung. Da haben wir also einen sehr stabilen, sehr starken Abwärtstrend. Hier genauso. Ne? Da sehen wir das auch nochmal. Hier wird nochmal richtig Gas gegeben. Und hier haben wir eben auch eine Phase jetzt in der letzten Zeit, wo diese beiden Linien über sehr, sehr lange Zeit ziemlich eng aneinander gelaufen sind, quasi übereinander liegen. Und das zeigt eben immer, wie stark diese Abwärtsdynamik ist. Also das sind auch Dinge, die man hier verwenden kann. Und ansonsten von den Trading Setups schauen wir uns das Ganze gleich nochmal ganz in Ruhe an. Nee, man sieht die Steigung für den Trend eben nicht im Nachhinein. Man sieht die immer dann, wenn, also der Wilfried fragt, hier sehe ich die Steigung für den Trend nicht erst im Nachhinein. Das sind ja tatsächlich, man sieht es ja hier, wo haben wir es? So, ja, man sieht das ja hier, diese Linien reagieren im Prinzip sofort. Ja, wenn wir jetzt hier ein neues Hoch kriegen über dem letzten 26-Tage-Hoch, dann geht das Ganze hier sofort los und diese violette Linie steigt hier sehr, sehr stark, sehr schnell an. Ja, und dann haben wir eben diesen stabilen, starken Trend. Das haben wir hier eben genauso. In dem Moment, wo wir hier die neuen Hochs machen, wird die Linie sehr steil. Hier genauso. Wir machen das neue Hoch und die Linie steigt hier sehr stark an. Man sieht das also relativ schnell. Okay, werfen wir einen Blick auf die Setups, die wir eben mit Hilfe dieser Linien, die wir uns jetzt hier ein bisschen intensiver angeschaut haben, die wir mit Hilfe dieser Linien jetzt erkennen können. Auch da gibt es verschiedene Trading Setups. Es gibt insgesamt fünf Varianten der Signalerzeugung. Und wie schon gesagt, für jede Variante kommt die Ausprägung stark, neutral oder schwach für ein Long- oder Short-Setup dazu. Ja. Idealerweise, gerade wenn man als Trader vielleicht noch nicht so ganz erfahren ist, sollte man nur die Signale handeln, die auch in die aktuelle Trendrichtung zeigen. Also idealerweise starke Signale. Es gibt
in diesem ganzen Ichimoku-Konzept zwei Filter, die man verwenden kann, um Trades rauszufiltern oder vielleicht auch mal wegzulassen. Und das ist eben, wie wir schon gesagt haben, zum einen die Wolke, dass man also schaut, ob der Kurs oberhalb, unterhalb oder in der Wolke liegt, während das Signal entsteht. Und das Zweite, was man sich da anschauen kann, ist diese blaue zurückversetzte Linie, diese Chikospan, also quasi der Liniencharts der Schlusskurse, ne, den wir um 26 Perioden nach links verschoben haben. Beide Elemente können eben auch verwendet werden, um diese Klassifizierung als stark, neutral oder schwach vorzunehmen. Grundsätzlich ist es so, das, was ich gerade schon gesagt habe, Trades am besten nur dann, wenn sie auch in Trendrichtung laufen. Ein Kaufsignal, da sollte der Kurs sich über der Wolke befinden und im Idealfall sollte diese blaue Linie auch über dem Kurs von vor 26 Perioden liegen. Also der Kurs von vor 26 Perioden sollte dann quasi unter der blauen liegen. Ja, das schauen wir uns gleich nochmal auf dem Chart an. Bei einem Verkaufssignal das Ganze eben genau umgekehrt. Bei einem Verkaufssignal sollte sich der Kurs, der aktuelle Kurs, unterhalb der Wolke befinden und die Chikospan sollte unter dem Kurs von vor 26 Perioden liegen. Okay, das gucken wir uns gleich alles in der Gesamtheit nochmal an. Schauen wir uns jetzt erstmal nach und nach die ganzen Handelssignale an, die es gibt. Ich hatte das gerade schon gesagt, wir können im Prinzip diese violette Linie und die rote Linie so benutzen, wie wir auch gleitende Durchschnitte benutzen. Ja, also ein Kaufsignal haben wir dann, wenn die schnellere Linie die langsamere Linie von unten nach oben kreuzt. Das ist dann eine sogenannte bullische Kreuzung. Und ein Verkaufssignal liegt vor, wenn die schnellere rote Linie die langsamere violette Linie von oben nach unten kreuzt. Ja, in dem Netflix-Beispiel, was wir uns gerade schon angeschaut haben, sieht das Ganze so aus. Wir haben also hier eine Situation, wo die rote Linie von oben kommt, unter die violette Linie läuft. Also wir haben hier die Kreuzung. Das heißt, in dieser Situation hier entsteht ein Verkaufssignal. Ja, und anschließend bewegt sich der Kurs nach unten. Hier haben wir genau das Umgekehrte. Die rote Linie kommt von unten, kreuzt hier die violette Linie. Das heißt, wir haben in dem Moment hier ein Kaufsignal. Das wird hier noch einmal wieder umgekehrt und noch, geht nochmal wieder zurück. Das hat man häufiger. Das ist genau das Gleiche wie bei gleitenden Durchschnitten. Auch da haben wir das häufiger, bevor die Bewegung losgeht, dass diese gleitenden Durchschnitte manchmal so ein bisschen, ja, sich umeinander bewegen, sich häufiger kreuzen. Und genauso ist es eben hier bei der schnelleren und der langsamen Mittelwertslinie auch. Das kann passieren. Das passiert bei diesen Linien hier seltener als bei den EMAs oder den SMAs. Es kann halt passieren, ne? Das Schlimmste, was einem hier passieren kann, ist, dass man nach dieser Kreuzung nach unten hier auf einen Short-Einstieg wartet, der hier aber nicht kommt, weil wir nicht unter das letzte Tief gehen. Und wenn die Kreuzung hier nach oben wieder erfolgt ist, dass wir dann darauf warten, dass der Kurs nach oben ausbricht und dann kaufen wir erst hier an dieser Stelle. Ja. Hier kriegen wir nämlich auch kein Setup. Der Kurs geht nicht über das letzte Hoch. Nachdem die Kreuzung erfolgt ist, geht der Kurs hier nicht über das letzte Hoch. Nachdem die Kreuzung erfolgt ist, geht der Kurs nicht unter das letzte Tief. Und hier haben wir dann tatsächlich erst den Einstieg. Ja, hier wird dann gekauft. Und jetzt kann man, wenn man möchte, so lange in so einer Position drin bleiben, bis das Ganze eben wieder kreuzt und das passiert hier an dieser Stelle. Und wir sehen also auch, wenn wir uns die Kreuzungen angucken, dann haben wir hier jetzt noch gar kein Kaufsignal in der Netflix, obwohl die Bewegung hier schon so weit nach oben gelaufen ist. Wir werden aber gleich sehen, über andere Methoden haben wir hier die ersten Kaufsignale schon bekommen. Ja, aber das ist die erste Variante der Signalgenerierung, wie man mit diesen Charts hier arbeiten kann. Okay, ich schaue mal kurz hier in die Fragen rein, weil hier schon ein bisschen was aufgelaufen ist. Einen kleinen Moment, ich lese mir das mal kurz durch.
Okay, der Nico fragt, in welchen Märkten denn Ichimoku am besten funktioniert. Ich hätte ja gesagt, das ist eher ein dynamisches Konzept im Vergleich zu klassischen Unterstützungs- und Widerstandslevels. Eine Standardeinstellung langfristig angelegt sind. Also am besten funktioniert dieses Setup genau wie alle anderen trendfolgenden Setups auch dann, wenn wir einen relativ ruhigen Trendmarkt haben. Ja, in so Situationen wie jetzt, wo die Richtungen sehr schnell wechseln, funktioniert das Ganze nicht ganz so gut. Da ist es genau wie jedes andere Trendkonzept auch. Das kann passieren, dass man in schnellen Bewegungen dann einfach aus Positionen, die man aufbaut, auch wieder rausfliegt. Am einfachsten und am besten ist es immer, Märkte zu traden, die sich in einem sauberen, langfristigen Trend befinden. Ja, und da kann man dann nämlich auch gut mit Trendwechseln arbeiten. Das heißt, wenn wir dann eine etwas größere Korrektur vielleicht mal sehen in einem Wert, der sehr trendstabil ist, dann bietet sich das an, die Einstiege auch für längerfristige Investments zum Beispiel, die Einstiege dann zu wählen, wenn wir über Ichimoku dann die ersten Kaufsignale wieder kriegen. In welchem Timeframe macht sich das am besten? Das ist eine Frage, die hier öfter aufgetaucht ist jetzt. Also in welcher Zeitebene sollte man das idealerweise handeln? Ich sage es mal so, das kommt ein bisschen darauf an, wie euer Anlagehorizont aussieht. Also ich benutze tatsächlich Ichimoku auch gerne für Daily Charts, so wie wir es uns jetzt hier anschauen. Also für Setups, die am Tageschart entstehen, also eine Kerze, ein Tag. Und wenn ich das Ganze für eine längerfristige Zeitebene mache, wenn ich also in den Bereich Investment gehe, dann werfe ich da immer einen Blick auf den Wochenchart. Und man kann sich das Ganze auch auf dem Monatschart angucken, dann sind wir aber schon sehr langfristig. Ja, aber ich handhabe das so, alles, was so Bereich langfristige Swing Trades oder schon Investment geht, da ist der Wochenchart entscheidend. Alles, was so ins kurzfristige Swing Trading geht, da ist der Tageschart entscheidend, aber in Kombination mit dem Bild auf dem Wochenchart. Ich möchte also sehen, wenn ich ein Long Setup kriege im Tageschart nach Ichimoku, dass das im Wochenchart voll bestätigt wird. Das heißt, idealerweise habe ich dann im Wochenchart ein Chartbild, was ganz klar über Ichimokus bullish zu werten ist. Ja, das werden wir uns auch, wie gesagt, in der nächsten Session ganz intensiv anschauen, wie ich das mache. Ich werde nachher auch die Arbeitsplätze schon mal kurz zeigen, dass ihr da mal schon mal ein Bild von kriegt. Aber das läuft bei mir überwiegend in Kombination Tageschart, Wochenchart. Ja, ich habe auch eine Variante jetzt hier schon voreingestellt für einen Stundenchart, wenn man das Ganze kurzfristiger traden will. Intraday als Daytrader kann man das auch auf Aktien sehr gut machen. Und es bietet sich dann halt an, auch mit so einem professionellen Tool wie dem Agena Trader zu arbeiten, weil man da die Möglichkeit hat, die ganzen Linien, die hier laufen, real-time zu screenen. Und alles, was hier an Signalen, also die ganzen Signale, die ich jetzt hier vorstelle, die Kauf- und Verkaufssignale, die sind im Agena Trader in dem Add-on voreingestellt und die werden euch vollautomatisch angezeigt. Und dann könnt ihr das Ganze natürlich auch auf dem Stundenchart machen, weil ihr keine Einstiege mehr verpasst. Ja, ihr seht sofort, wenn ein neues Signal entsteht, und könnt das eben auch direkt umsetzen. Okay. So, was haben wir noch hier? Zeitebenen, Standardperioden. Ja, genau, die Standardperioden kann man natürlich anpassen, Peter, ne? Keine Frage. Also ihr könnt die längeren und die oder die langfristigeren und die kurzfristigeren Mittelwerte, die könnt ihr hier alle einstellen. Gut. Okay. Dann schauen wir mal ein bisschen weiter. Ja, der Peter fragt hier noch, und was ist bei der jetzigen Situation positiv? Naja, bei der jetzigen Situation positiv ist natürlich, wenn man Positionen hat, die einmal gut anfangen zu laufen, dann rocken die natürlich. Ja, also ich habe ja so ein paar Börsendienste, die ich betreue, und davon sind, glaube ich, 3 von 5 oder 4 von 5 sogar sind im Moment am Allzeithoch. Ja, also wenn man diese Short-Bewegungen in diesen Crashes halbwegs vernünftig erwischt, dann generieren solche Bewegungen, wie wir sie jetzt haben, eben in sehr kurzer Zeit auch sehr viel Geld. Das Risiko ist entsprechend hoch auf der anderen Seite, aber das können wir ja immer ein bisschen kontrollieren über unsere Positionsgrößen. Aber wenn man dann die Bewegungen gut erwischt, dann kann man da natürlich auch von profitieren,
Ja, das ist Punkt eins, was ist gerade positiv. Und Punkt zwei, was ist gerade positiv, ist, hey, wir kriegen langfristig doch endlich mal wieder schöne Kaufkurse. Ja, wir haben die Situation so lange gehabt, dass viele Investoren überhaupt nicht mehr einsteigen wollten, weil die Märkte seit Ewigkeiten aufwärts gerichtet waren. Alles war irgendwie überkauft. Die Kurs-Gewinn-Verhältnisse waren schon relativ hoch. Und jetzt kriegt man doch wieder gute Gelegenheiten, auch wirkliche Top-Werte günstiger einzukaufen. Ja, für Langfristdepots ist das absolut positiv, was da gerade passiert. Also es gibt genug Positives, was man auch im Moment finden kann. Ja. Okay, also die fünf Varianten. Ja, wir hatten jetzt Variante 1, Kreuzung der roten und der violetten Linie. Die Variante 2 der Signalgenerierung wäre Kreuzung ganz simpel vom Kurs und der violetten Linie. Ja, im Prinzip auch genauso wie viele Trader oder viele Investoren mit der 200er gleitenden Durchschnittslinie arbeiten oder mit der 50er gleitenden Durchschnittslinie. Ja, ist der Kurs darüber, ist es bullish, ist der Kurs darunter, ist es bearish und dementsprechend werden dann auch die Signale genommen. Das kann man hier genauso machen. Also eine Kreuzung vom Kurs und der violetten Linie. Wenn der Kurs von unten kommt, ist ein Kaufsignal. Wenn der Kurs von oben kommt, ist das Ganze ein Verkaufssignal. Ich habe es jetzt mal hier so dargestellt, dass ihr auch tatsächlich nur den Preis und diese violette Linie drin habt. Und dann seht ihr halt auch ganz typisch, also zum einen muss es der Schlusskurs sein, der über oder unterhalb dieser Linie ist. Und zum anderen sollten wir danach dann auch eine Fortsetzung der Bewegung sehen. Ja, das heißt, wenn man mit diesem Konzept arbeiten möchte, dann ist das Ganze so, wenn wir jetzt vielleicht hier diese Kreuzung einfach mal nehmen, ja, ich habe es jetzt hier unten, mache es nochmal ein bisschen dicker. Wenn wir diese Kreuzung nehmen, wir kommen hier von unten, gehen mit dem Kurs durch die violette Linie, dann wollen wir auch sehen am nächsten Tag, dass sich das Ganze weiter fortsetzt, dass wir also einen Ausbruch kriegen über das Tageshoch, da geht man dann long, dann sichert man meinetwegen das Ganze hier unten am Tief schon ab, am Kerzentief, weil darunter sollte es dann nach Möglichkeit nicht mehr gehen und sucht sich auf dem Chart hier die nächsten Ziele. Da haben wir hier drei Hochs. Das wäre also das nächste Ziel. Dann kann man hier kaufen, Stop hier unten drunter setzen und hat hier noch ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1,5 zu 1. Na. Hier auf der Unterseite sieht es dann genauso aus. Wir machen einen kurzen Ausflug nach unten, würden hier einen Einstieg kriegen. Dann bewegt sich der Kurs einen Tag in die Richtung und dann würden wir wahrscheinlich hier irgendwo ausgestoppt werden. Ja, dann laufen wir hier wieder von unten nach oben, haben hier am nächsten Tag den Ausbruch, gehen hier long, schauen nach links, wo sind die Ziele, hier ist das letzte Hoch und dann haben wir hier einen profitablen Trade. Hier brechen wir nach unten durch, der Kurs schließt unterhalb, hier kriegt man aber in Short-Richtung gar keinen Einstieg. Ja, hier gehen wir nach oben raus, der Kurs schließt oberhalb, am nächsten Tag steigen wir hier ein. Naja, und man nimmt entweder hier die Gewinne mit oder man fängt dann hier jetzt auch langsam an und lässt das Ganze in Trendrichtung laufen. Wenn wir uns nachher hier noch die Wolke dazu anschauen, dann sehen wir, dass wir hier am Anfang auch noch eine rote Wolke haben, und dann hier über die grüne Wolke laufen und dann sind wir hier so langsam in der Trendfolge drin. Ja, aber im Prinzip ist eben immer diese Kreuzung zwischen Preis und violetter Linie, ist streng genommen auch ein Einstiegssetup. Ja. Nur, um eben so ein bisschen die Fehlsignale nach Möglichkeit zu minimieren, mache ich es persönlich halt so, dass ich immer auf eine Fortsetzung der Bewegung achte. Ja, wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Situation, wo der Kurs innerhalb des Tages unter die violette Linie geht, aber zum Ende des Tages wieder oben drüber schließt. Hier ist also noch kein Signal. Das tatsächliche Signal wäre erst hier, am Ende dieses Tages, weil der Preis unter der violetten Linie geschlossen hat. Wir kriegen hier aber über 2 Tage gar keinen Einstieg und damit hat sich das Ganze dann auch wieder erledigt. Ja. Okay. Variante 3 der Signalgenerierung wäre der Ausbruch des Kurses aus der Wolke. Auch da ist es sehr einfach, der Bewegung folgend, kommt der Kurs, also verlässt der Kurs die Wolke quasi nach oben, dann
Dann haben wir ein Long Setup. Verlässt der Kurs die Wolke nach unten, dann haben wir prinzipiell erstmal ein Short Setup. So, der Nico fragt, welches CRV bräuchte man denn für die Setups nach Variante 2 mindestens? Das würde ich gar nicht so festgelegt sagen wollen. Das sind Setups, die in einem trendstabilen Markt eine sehr gute Trefferquote haben. Das heißt, wenn man kurzfristig tradet, dann kann man sowas sogar mit 1 zu 1 oder knapp über 1 zu 1 schon handeln. Ja. Das muss man immer ein bisschen sehen, wie der persönliche Trading-Stil auch ist. Es gibt ja prinzipiell die Variante, entweder über die Trefferquote zu arbeiten und seine Gewinne über die Trefferquote zu generieren. Da braucht man dann prinzipiell keine hohen Chance-Risiko-Verhältnisse. Und das Zweite ist, über sehr hohe Chance-Risiko-Verhältnisse sein Geld zu generieren oder seine Gewinne zu generieren. Dann braucht man keine besonders hohe Trefferquote. Ja, dann kann man schon mit Trefferquoten von 30 oder 35% langfristig Geld verdienen, wenn einfach die durchschnittlichen Gewinne dreimal oder viermal so groß sind wie die durchschnittlichen Verluste. Ja. Also da muss man einfach immer ein bisschen schauen, wie der persönliche Trading-Stil so ist. Das hängt auch immer ein bisschen zusammen mit der Zeitebene, in der man arbeitet. Der Thorsten schreibt hier gerade, ein 1,5 zu 1 im Minutenchart läuft sehr gut. Ja, Thorsten, ist das in Ichimoku schon? Nutzt du das für Ichimoku oder hast du da andere Handelsstile? Ja, aber im Prinzip, klar, im M1, ja genau, okay. Und also der Thorsten nutzt Ichimoku tatsächlich im Minutenchart und handelt mit 1,5 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnissen. Ja, und so gibt es die verschiedensten Herangehensweisen. Ja, also das hängt immer ein bisschen davon ab, was habt ihr für eine Persönlichkeit? Wie könnt ihr mit Verlusten umgehen? Und in welcher Zeitebene arbeitet ihr? Ja, aber prinzipiell, ich würde nie Trades eingehen, die ein Chance-Risiko-Verhältnis schlechter 1 zu 1 haben. Und wenn man so mit dem Bereich 1 zu 1 oder knapp über 1 zu 1 arbeitet, dann sollte man auch ziemlich sicher sein, dass das Trading-Setup, was man da handelt, prinzipiell eine gute Erfolgswahrscheinlichkeit, also eine gute Trefferquote hat. Ja, dass man immer erstmal auf der richtigen Seite liegt und dann auch schnell die Risiken da rausnehmen kann. Okay, ja, auch hier wieder am Chart der Netflix gezeigt. Wir haben also hier einmal einen klaren Ausbruch nach unten, sogar noch mit einem riesen Gap. Danach hat sich diese große Abwärtsbewegung hier angeschlossen. Wir haben dann hier den Ausbruch aus der Wolke nach oben, hat sich die große Aufwärtsbewegung angeschlossen. Und hier haben wir eben den Bruch der grünen Wolke, der nicht ganz so stark ist. Ja, der Bruch der grünen Wolke ist immer nicht so ganz ideal, vor allem wenn die danach noch sehr lange und sehr steil weiterläuft. Und hier haben wir es eben in der Netflix auch gesehen, es gab eine Bewegung nach unten, die zwar sehr weit gelaufen ist, das ist hier von $335 in der Aktie runter auf 290, sind ja mal locker 10%, die hier gelaufen sind, kommen jetzt aber eben auch extrem schnell wieder zurück und hatten jetzt hier quasi heute oder gestern schon mit dem Schlusskurs hier über der Wolke die ersten Einstiegssignale dann für die Kreuzung der Wolke wieder in die Long-Richtung. Ja. Okay, also das ist auch ein Setup, was sehr, sehr einfach zu sehen ist. Die nächste Variante der Signalgenerierung, auch wieder sehr simpel, ist einfach die Kreuzung von Senkungsband A und Senkungsband B. Also der Moment, in dem die Farbe der Wolke sich ändert. Ja. Und ein Kaufsignal haben wir üblicherweise dann, wenn die Wolke grün wird. Ein Verkaufssignal liegt dann vor, wenn die Wolke rot wird. Ja. Und dann haben wir also hier im Prinzip das Kaufsignal und hier halt hätten wir das Verkaufssignal. Ja. Das muss man dann natürlich immer schauen, wo der Kurs dann gerade steht. Das heißt, das Verkaufssignal ist hier gekommen, das Kaufsignal ist hier gekommen. Ja. So sieht das Ganze aus. Also auch das sehr einfach, sehr simpel zu erkennen. So, die fünfte Variante der Signalgenerierung, die benutze ich jetzt nicht direkt als Trading-Signal, sondern das benutze ich wirklich eher als Filter. Man kann das, wenn man möchte, aber auch als Trading-Signal benutzen, aber da fehlt mir so ein bisschen
das Vertrauen. Ja, das hängt einfach an der Generierung des Signales zusammen, oder mit der Generierung des Signales zusammen. Aber da ist es prinzipiell so, dass ein Kaufsignal vorliegt, wenn diese blaue zurückversetzte Linie den Kurs von unten nach oben kreuzt und ein Verkaufssignal vorliegt, wenn die blaue Linie den Kurs von oben nach unten kreuzt. Also, das ist immer ein bisschen komplex jetzt, weil wir eben mit dieser Verschiebung nach links arbeiten. Aber prinzipiell sieht das Ganze so aus. So, ich hole das hier mal rein. Wir haben hier die Situation, wo die blaue Linie den Kurs von unten nach oben kreuzt. Ja, wir laufen hier von unten nach oben. Das ist also prinzipiell ein Kaufsignal. Dieses Kaufsignal entsteht aber nicht an dieser Stelle, wo der Kurs hier runterkommt, sondern dieses Kaufsignal entsteht von der Kreuzung 26 Perioden hier nach rechts. Das heißt, in diesem Moment, wo die Kerze hier entsteht, in diesem Moment sehen wir ein Kaufsignal, weil dann die blaue hier gerade nach oben durchgeht. Ja, wir haben den Schlusskurs von dieser grünen Kerze. Der wird 26 Perioden nach hinten übertragen und kreuzt diese lange rote Abwärtsbewegung. Damit ist das hier das Kaufsignal und danach bewegt sich der Kurs hier nach oben. Das Verkaufssignal, was hier stattfindet, ja, Kreuzung von der blauen Linie mit dem Kurs von oben nach unten. Auch das findet hier 26 Tage später statt, ja, nämlich hier in der Situation. Ist jetzt hier ganz ungünstig, weil das wird natürlich erst hier dann zum Tragen kommen mit diesem großen Gap, ja, wenn der Kurs auch tatsächlich hier drunter gelaufen ist. Das ist also eine sehr ungünstige Variante, aber das Signal, das Verkaufssignal an sich entsteht hier an dieser Stelle. Ja, nämlich wenn der Schlusskurs hier nach links übertragen wird, 26 Perioden in die Vergangenheit und die blaue Linie eben dann hier von unten, oben nach unten schneidet. Okay? Das wäre die fünfte und letzte Variante. Die benutze ich, wie gesagt, als Filter. Das heißt, ich würde jetzt in dieser Situation hier, ich nehme die Zeichnung mal raus, so in dieser Situation hier keinen Long Trade aufbauen. Warum? Weil die blaue Linie noch unterm Preis liegt. Das ist nicht ideal für einen Long Trade. Wenn sich jetzt hier irgendwo ein Long Setup entwickelt, ja, oder dieser Breakout hier oder wie auch immer, und wir schauen jetzt, wo zu diesem Zeitpunkt die blaue Linie liegt, die liegt hier, oberhalb des Preises. Diese Differenz hier, wenn die oberhalb des Preises liegt, das ist bullish. Jetzt aktuell sind wir hier unterhalb des Preises. Das ist nicht bullish. Das wäre also mein Filterkriterium dafür, die Netflix hier momentan nicht long zu traden. Zumindest nach diesem Ichimoku-Setup. Ja. Und das ist halt das Schöne daran, dass wir diese Varianten hier alle miteinander verwenden können und man sofort ein gutes Bild kriegt, in wie viele unserer Handelssignale bestätigen denn gerade die Richtung, die wir hier traden wollen. Ja, und daran sieht man dann eben immer, wie gut oder wie schlecht die einzelne Trading-Situation gerade ist. Okay, ich schaue noch mal kurz in den Chat. Hier kommen wirklich viele Fragen rein. Ah, der Nico fragt, ob ich diese Varianten 1 bis 4 auch immer nur in Übereinstimmung mit der höheren Zeitebene trade, also den D1 dann in Übereinstimmung mit dem Wochenchart. Ja, am liebsten ja. Und das werdet ihr auch sehen. Wenn ich die Charts hier beim nächsten Mal zeige, dann werdet ihr das ganz genau sehen, warum das so ist. Andreas fragt, ob ich aktuell mal bitte auf die Situation im FDAX blicken kann. Ja, das können wir gleich noch kurz machen am Ende. Wir sind mit den Folien gleich durch, dann gucken wir noch mal kurz auf die Märkte. Ja, Meinhard, gute Frage, ob sich die Signale in der Stärke bzw. in der Erfolgswahrscheinlichkeit unterscheiden oder sollten besser mehrere gleichzeitig vorliegen?
Was passiert, wenn die Signale eine gegensätzliche Aussage haben? Gute Frage. Ich habe es am liebsten so, dass das so mehr oder weniger in line ist. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wenn wir eine Trendwende erwischen wollen, dann ist es häufig so, dass wir ja erstmal ein Signal kriegen, vielleicht ein zweites noch mehr oder weniger zeitgleich mit dazu. Und dann nehme ich eben diese Absicherung über den Wochenchart dazu und schaue mir das Ganze an, wie es auf dem Wochenchart aussieht. Ja, ich will das gleich mal kurz zeigen. Also bevor ich jetzt hier noch weiter auf die Fragen eingehe, zeigen wir das am besten einfach mal kurz. Ja, das sind hier nochmal die Entstehungen der Signale. Die habe ich ja gerade schon gezeigt. Damit sind wir im Prinzip von dem Folienbereich so weit durch. Ich hole gerade mal kurz die Software hier dazu. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Was ist hier jetzt offen gerade? JD.com. Also JD.com hat hier heute ein Kaufsignal generiert. Also zum einen hat der Kurs die violette Linie überschritten nach oben. Zum anderen hat der Kurs die Wolke nach oben verlassen. Das sind also jetzt hier auf dem Tageschart quasi zwei mögliche Long-Setups, die sich hier entwickelt haben. Und jetzt gucken wir mal kurz als Überprüfung auf den Wochenchart und sehen, okay, auf dem Wochenchart ist der Preis oberhalb der violetten, die rote ist oberhalb der violetten, beides bullish, die blaue Linie ist oberhalb des Preises, das ist bullish, wir sind über der Wolke, das ist bullish und die Wolke ist grün, das ist bullish. Das heißt, auf dem Wochenchart ist das gesamte Ichimoku-Setup hier im super bullischen Bereich. Ja, ich habe hier zusätzlich noch meinen eigenen Trendindikator, den ich hier programmiert habe. Der ist auch in dem Add-on enthalten. Der funktioniert auch ganz hervorragend, um eben Trends anzuzeigen. Ja, das sieht man hier, wie schnell der reagiert und wie schön der auch die Trendrichtung wechselt. Der ist jetzt auch gerade dabei, sowohl im Tageschart hier wieder in den grünen Bereich zu drehen. Heute, wenn die Kerze vorbei ist, dann steht hier die erste grüne Kerze. Im Wochenchart ist der Trend noch ganz klar aufwärts gerichtet. Das heißt, hier würde mir das reichen, dass wir eins, zwei Setups haben, die hier positiv erfüllt sind. Ja. Was nicht positiv hier ist, ist die rote ist noch unterhalb der violetten und hier ist die blaue noch unterhalb des Preises. Das sind also wie soll man sagen, zwei Indikatoren, die im Prinzip noch nicht positiv sind. Aber dadurch, dass wir auf dem Wochenchart hier komplett bullish sind, würde mir das reichen. Ähnlich sieht das Ganze hier aus bei der Apple, wenn wir uns mal die Apple-Aktie angucken. Hier haben wir jetzt noch gar kein Einstiegssetup. Na, die ist hier noch ganz klar im Abwärtstrend. Das fing hier an, das Ganze. Hier hat die blaue Linie den Preis gekreuzt. Das war beim Entstehen dieser Kerze. Wir haben auch in dieser Kerze die rote Linie gehabt, die violette gekreuzt hat. Wir haben den Preis, der die violette gekreuzt hat. Wir haben also hier drei Short-Setups auf einmal gehabt. Eins, zwei und den Preis mit der violetten drei. Und dementsprechend hat sich der Preis hier im Nachhinein auch deutlich nach unten entwickelt. Jetzt sind wir inzwischen aus der Wolke ausgebrochen. Wir haben hier eine sehr starke Steigung in der violetten Linie. Der Trend ist also noch super stark. Wir haben die blaue, die hier ganz deutlich unterm Preis liegt. Also auf Tagesbasis ist das Ganze extrem schwach, extrem negativ. Wenn jetzt hier aber die ersten positiven Signale kommen, also grün über violett geht und vielleicht die rote auch über violett geht, dann haben wir hier unten auf dem Wochenchart noch eine Variante, die im Moment noch extrem bullish ist. Wenn der Kurs jetzt hier hält, und wir haben das tief gesehen und die Apple-Aktie bewegt sich wieder nach oben, dann geht auch die rote demnächst wieder nach oben. Dann wird die blaue auch den Preis nicht kreuzen, wenn diese Aufwärtsbewegung, die hier kommt, genauso stark ist wie die, die hier gelaufen ist. Dann wird die blaue oberhalb des Preises bleiben und der Kurs wird oberhalb der Wolke bleiben. Und dann reichen mir auch hier wieder ein oder zwei Signale zum Kaufen. Aber im Moment ist es eben noch nicht so weit. Ja, und deswegen kontrolliere ich das Ganze immer noch mal auf dem Wochenchart gegen. Ja, jetzt war hier eben noch die Frage, ob wir kurz einen Blick auf den DAX werfen können. Das kann ich hier gerne mal machen. Hole den hier einfach mal schnell rein.
So, da haben wir den DAX. Ja, schauen wir uns das an auf dem DAX. Also, Trendindikator auf dem Tageschart, naja, brauchen wir nicht groß drüber reden, ne? Wann hat der gedreht? Hier in der Zeit vom 21. Februar zum 24. Februar, also über dieses Wochenende hier, von Freitag auf Montag. Hier oben hat mein Trendindikator gedreht und hat angezeigt, dass der Aufwärtstrend zu Ende ist und wir jetzt in einen Abwärtstrend reinkommen. Genau das ist hier passiert. Was haben wir dann gesehen hier auch an dem Montag? Wir sind unter die Wolke gebrochen. Die rote Linie hat die violette gekreuzt. Der Preis hat die violette gekreuzt. Und der Preis, die blaue Linie, die zurückversetzte, hat auch den Preis von oben nach unten durchbrochen. Wir haben also hier 1, 2, Kreuzung mit dem Preis 3, Ausbruch aus der Wolke 4. Wir haben hier 4 Short Setups an einem Tag gehabt, in dieser ersten Kerze, in dieser ersten starken Tageskerze, die hier den kompletten Abverkauf eingeläutet hat. Und seitdem hat sich auf dem Tageschart hier nichts mehr verändert. Wir sind super bearish. Die blaue Linie liegt komplett unterhalb des Preises. Rot läuft unter Violett. Violett hat hier zwischenzeitlich eine sehr starke Steigung gehabt, ging sehr steil runter. Und jetzt, ja, versucht das Ganze sich hier so ein bisschen ja, zu relativieren. Ne? Die Steigung hier ist raus. Wir laufen jetzt waagerecht. Das heißt, wir haben kein Momentum mehr. Wir haben kein Abwärtsmomentum mehr im DAX hier drin. Und haben aber auch noch gar keine Kaufsignale. Ja, die ersten Kaufsignale könnten jetzt kommen, wenn der Preis hier über die Violette geht. Na, wir sehen, wie weit die Wolke weg ist. Wir sehen, wie weit die rote von der violetten weg ist. Wir sehen, wie weit die blaue vom Preis weg ist. Also das wird sich hier in der nächsten Zeit, zumindest auf dem Tageschart kurzfristig, wird sich hier mit Ichimoku nicht viel tun. Auf dem Wochenchart das gleiche Bild. Wir sind deutlich unter der Wolke. Na, die Steigung ist hier noch sehr, sehr extrem nach unten. Die blaue ist extrem weit weg vom Preis. Also sowohl auf Tagesbasis als auch auf Wochenbasis ein extrem bärisches Bild hier im DAX. Jetzt können wir uns das Ganze auch noch mal auf der Stunde anschauen. Auf der Stunde sieht es eben ganz anders aus. Auf der Stunde haben wir hier den Ausbruch aus der Wolke gehabt. Hier war ein Kaufsignal. Wir haben hier ein Kaufsignal gehabt, nämlich hier hat die rote die violette gekreuzt und auch der Preis die violette gekreuzt. Und wir hatten hier noch einen Ausbruch aus der Wolke. Das war also das erste Kaufsignal, was sich hier entwickelt hat. Und mit diesem Schlusskurs hier drüben haben wir hier auch den Ausbruch gehabt von der blauen Linie aus der Wolke, hier mit diesem Schlusskurs hier oben drüber. Das heißt, heute früh oder in der Nachtsession hier haben sich hier schon die Long Setups entwickelt für den Stundenchart. Und mit dem Ausbruch über dieses letzte Hoch hier heute früh um 7 hat sich das Ganze dann eben auch weiter fortgesetzt. Ja. Also so sieht im Moment das Bild vom DAX aus. Also in den größeren Zeitebenen, Tag und Woche, ganz klar negativ. Im kurzfristigen Timeframe, also hier im Stundenchart, sind wir seit heute Nacht oder spätestens seit heute ganz früh um 7, 8 sind wir hier klar bullisch. Okay, das soll es für heute hier gewesen sein mit den Charts. Wir sind hier im Prinzip soweit durch. Ich glaube, ich war auch ganz pünktlich. Wie spät haben wir es? 7:10. Alles super. Und ja, ich denke, ich sollte alle Fragen abgearbeitet haben. Der Peter fragt noch, wie lange sind diese Signale gültig? Das ist auch noch eine gute Frage. Bei mir ist es auf dem Tageschart so, dass die Signale für 2 Tage gültig sind. Das heißt, wenn ich ein Setup habe in einer Aktie und innerhalb der nächsten 2 Tage wird dieses Setup nicht getriggert, dann nehme ich das raus. Ja. Meiner Erfahrung nach ist es ein ganz guter Wert, 2 Kerzen. Also wenn man jetzt auf dem Stundenchart unterwegs ist, dann sollte auch innerhalb von 2, vielleicht 3 Stunden dieser Ausbruch kommen. Immer ein bisschen abhängig von der Zeit. Wenn das also in einer Zeit passiert, wo das Volumen sehr gering ist, im DAX vielleicht irgendwie im Mittagsmarkt oder so, dann kann man da auch mal 2 Stunden länger warten. Aber prinzipiell möchte ich gerne sehen, wenn ein Signal entsteht, dass es danach auch zügig getriggert wird, dass nämlich dann tatsächlich Bewegung kommt, entweder in die Aufwärts- oder in die Abwärtsrichtung. Und wenn das nicht kommt,
dann wird das, die Order einfach wieder gestrichen. Ja, ich zeige dann beim nächsten Termin auch, wie das Ganze im Magena Trader aussieht, wie man da auch mit den Listen arbeiten kann und wie sich über diesen Dynamic Scanner die Signale vollautomatisch entwickeln und man sofort eben sieht, wo sich etwas entwickelt, dann seine Order da reinlegen kann und dann muss man das Ganze halt nur noch monitoren, wenn die nicht ausgeführt wird, dass man sie dann auch wieder rausnimmt. Okay, das war es erstmal für heute von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick geben in diesen wirklich tollen Multifunktionsindikator. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann, wie gesagt, mit der ausführlichen Analyse von verschiedenen Aktien und auch von Währungspaaren beschäftigen. Ja. Wolfgang, bist du noch da? Möchtest du berühmte letzte Worte loswerden? Ja, ich bin noch da und ich kann mich also nur den Meinungen der Teilnehmer anschließen, war sehr interessant. Und so wie ich das sehe, sind ja alle wirklich voll begeistert von dem Webinar und ich habe selber viel gelernt dabei. Ich danke dir Ja, und ich gerne, wünsche das freut mich so. Ich sehe gerade, hier kommt so ein paar Mal die Frage, wann denn der nächste Termin ist. Ich gucke mal gerade in meinen Terminkalender oder hast du das zufällig da drauf? Nee, habe ich jetzt nicht am Schirm. Okay, dann schaue ich gerade mal kurz bei mir rein. Mein Gott, den zweiten Termin, habe ich den hier überhaupt drin? Ansonsten warte mal, ich gucke mal, ob ich was finde. Der müsste eigentlich in 2 Wochen sein oder so. Warte mal. Ah, hier haben wir ihn. Am Ja. 7.4. 7.4. auch wieder um 18 Uhr. Genau. Ah, Ralf, vielen Dank. Da kommt es schon. Ja, Hans-Jürgen auch. Ach, Marc, vielen, vielen Dank. Alles klar. Ja, 7.4.18 Uhr ist der nächste Termin. Okay. Würde ich mich freuen, wenn ihr auch alle wieder dabei seid. Das macht natürlich immer besonders viel Spaß, wenn das Interesse groß ist. Ja, auch im Namen von FX Flat vielen Dank an alle Teilnehmer. Ich wünsche allen einen angenehmen Abend und ja, bleiben Sie gesund und passen auf Ihre Trades auf. Ja, dann kann ich Ja. mich nur anschließen. Ja. Bleiben Sie gesund. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Ja, genau. Schönen Abend an alle. Ciao. Schönen Abend. Ciao.